Hallo liebe Dartsportfreunde, die ersten Produkte von Puls trudeln zum Review ein. Heute geht es also mal um die neuen Darts Cases. Hier das Puls Orbis XL in der bedruckten Variante, gibt es ja ebenso in einem durchaus schicken Carbon. Und da waren viele recht neugierig drauf auf die Puls SEC Cases, hier in Gelb und einem schönen Grün. Wofür SEC jetzt steht, kann ich euch nicht so ganz sagen. Ich könnte mir denken, vielleicht heißt das Secure Case. Aber nagelt mich nicht drauf fest. Auf jeden Fall werden wir uns die jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Viel Spaß dabei. Na gut, dann also zum Orbis XL Limited Edition in Grün, meiner Lieblingsfarbe. Da wundert es auch nicht, dass ich statt dem Carbon Case genau das jetzt hier vorstellen möchte. Ich mag diesen grünen Camouflage-Look und eigentlich auch dieser Adler, so ein bisschen Christoph Ratajski-mäßig, aber trotzdem eigenständiges, schönes Design. Gefällt mir auch die Orbis-typische, ich sag mal, Wellenprägung von diesem EVA-Case und dann das Bulls-Logo da nochmal so schön eingeprägt. Ist also auch haptisch, finde ich, schön anzufassen. Wenn ich das mal drehe, ist auch richtig rum, so muss ich aufpassen mit der Spiegelung. Dann ist hier hinten auch nochmal so eine kleine Produktabbildung, dass hier bis zu 6 Darts fertig montiert reinpassen. Auch L-Style, da knickt sich dann nichts. Und natürlich mit Platz für Schäfte, für Flights, mit so einem umklappbaren Ding mit Reißverschlussfach, für so kleinen Schnullifax und Pipapo. Gucken wir uns gleich im Detail dann mal an. So, dann einmal vorsichtig raus aus diesem Kartonschuber, denn wir wollen das Orbis ja mal seiner ganzen Pracht sehen. Das ist sogar eigentlich die Rückseite. Hier haben wir dann schön den Adler mit seinen ausgebreiteten Flügeln, mehr oder weniger mittig, mit dem ja eingeprägten Bulls-Logo. Die eigentliche Vorderseite sieht dann aber, so rum ist richtig, so aus. Und das finde ich auch schon mal ganz cool. Du hast quasi zwei etwas unterschiedlich designte Seiten, gleiches Motiv, aber eben anders dargestellt. Hier dann auch nochmal so richtig schönes, dickes Bulls-Gummi geprägtes Logo. Das ist auch haptisch, finde ich, irgendwie ein geiles Feeling. Ich mag das, gefällt mir total. Dann hast du natürlich hier hinten die Naht, ist auch nochmal entsprechend verdeckt, auch mit diesem Camouflage-Look. Finde ich schon mal grundlegend gut. Hier ist so ein Karabinerhaken. Naja, der ist jetzt nicht der oberstabilste, aber du willst ja damit auch nicht bergsteigen, sondern das sollte für diese Zwecke vollkommen ausreichen. Vom Material würde ich sagen, ist das Alu. Vollkommen okay. Braucht man da nichts zu sagen oder zu bemängeln. Reißverschluss, klar, ist immer so ein doppelter Reißverschluss, auch jeweils einzeln mit diesem kleinen eingeprägten und weiß abgesetzten Bulls-Logo. Schönes, nettes Detail. Und ansonsten wirkt es hier ordentlich vernäht und gemacht. Also würde ich jetzt mal sagen, fällt mir nichts auf, dass ich sage, dass der Preis hier in irgendeiner Form nicht gerechtfertigt wäre. Aber es ist ja nicht nur der äußere Eindruck, der zählt. Viel wichtiger ist ja der innere. Darum mal einen Blick hinein. Der Reißverschluss, finde ich, ist schön leichtgängig. Kriegst du auch einfach auf und zu. Und dann geht's hier los. Tada! Man sieht schon, da sind ein paar Compartments. So, das ist hier quasi das Kernstück. Ja? Hier sind meine 180 Ascent Darts. Immer 3 Stück in die eine Richtung und dann nochmal in die andere Richtung. Hier passen auch wunderbar die L-Style Flights rein. Da ist auch genügend Platz in diesem Compartment hier unten, dass selbst wenn du es zumachst, die Flights hier nicht geknickt werden. Also das ist soweit haltbar, sofern du jetzt nicht hier hinten irgendwie noch ein Handtuch oder so einklemmst, dass das Deck, sage ich mal, hier die Flights verbiegt. Da musst du halt ein bisschen drauf achten. Das mögen die L-Styles ja nicht so, wenn sie dann irgendwie längere Zeit gebogen werden, dann kriegst du den 90-Grad-Winkel raus. Ja, in den Schaumstoff hier mit den Rillen werden natürlich die Darts einfach reingedrückt und wenn du sie spielen willst, dann nimmst du sie entsprechend so raus und du siehst schon an diesem Schlitz einfach mit den Händen so ein bisschen auseinanderbiegen. Geht ein bisschen leichter, wenn du das auf eine Seite so machst und dann den Dart quasi hier hinten über den Flight mit reindrückst. So, ja, kleines Verarbeitungs- oder Haltbarkeitsmanko ist mir gerade beim Bestücken und dann wieder rausnehmen aufgefallen. Ich krieg jetzt hier inzwischen direkt den ganzen Block mit raus. Ja, wie du siehst, hat einer vielleicht ein bisschen wenig Heißkleber eingesetzt. Das ist eigentlich so gedacht, dass das natürlich da drin verbleibt. Ist jetzt nicht mega problematisch, aber an der Stelle sei es einfach mal erwähnt. Wenn wir dann mal ein Stückchen nach oben hier gucken, beziehungsweise ich das mal auch ins Bild drücke, dann hast du hier direkt so ein schönes Flight Compartment. Das ist hier so, ja, was Flexibles, Gummiertes. Da brauchst du hier einfach nur mit dem Finger so rein und dann kannst du da schön immer jeweils deine 3 Flights bestücken. Irgendwie auch ein süßes Detail. Hier gibt es so eine kleine Lasche, die kannst du dann so greifen und dann zum nächsten Compartment umklappen. Also hier hast du dann Platz für jeweils 6, sage ich mal, Sätze Flights zusätzlich. Auch nochmal, ich drehe es ein bisschen auf der Rückseite.
Hier habe ich zum Beispiel so ein Swiss Point Tool. Das passt auch prima rein, hat ja eh auch schon diese Flight Form, wie du siehst. Wunderbar. Ja, dadurch, dass das hier quasi wie so ein Gummi ist, der sich auch zusammenzieht, hält auch dieses Swiss Point Tool wunderbar, die Flights halten wunderbar. Also ich habe es auch schon mal transportiert, da ist mir nichts rausgerutscht, ist ja schon mal super. So, dann ist hier in dem zweiten Deck oder Compartment Platz für jeweils 5 Sätze Schäfte. Wie du siehst, habe ich hier links zum Beispiel Red Dragon Schäfte, dann habe ich hier 2 Sätze fast. L-Style Schäfte, einer ist mir abhanden gekommen, aber ist ja wurscht. Hier aktuell meine Lieblingsschäfte, die Harris Carbon ST, das ist Intermediate, die sind hier ein bisschen kürzer. Und hier rechts habe ich dann nochmal die Winmore Vectra Schäfte. Ja, passen alle rein, sind auch fest genug. Es könnte sein, wenn du jetzt sehr häufig, sage ich mal, die Schäfte wechselst und dann dickere drin hast und danach vielleicht so dünnere oder kurze kommen, dass die vielleicht jetzt hier mal rausrutschen. Aber okay, die haben kein Gewicht, die richten keinen Schaden an. Vor allen Dingen, wenn das Case und Compartment zu ist, dann sollte hier eigentlich überhaupt nichts, sage ich mal, umherklimpern oder umherrutschen. Also wäre das, selbst wenn es sich ein bisschen ausleiert, jetzt nicht dramatisch. Hier gibt es aber dann auch nochmal ein weiteres Compartment oder die komplette Rückseite. Wie du siehst, wäre hier auch nochmal Platz für irgendwelchen Krimskrams. Ja, mitgeliefert ist nochmal so eine kleine Handschlaufe. Für mich jetzt, ja, Beiwerk, nichts wirklich Wichtiges. Aber was ich hier nochmal nett finde, gerade auch, weil es die Rückseite so ein kleines bisschen versteckt ist, hier hast du dann nochmal so ein Netz mit Reißverschlussfach. Und hier habe ich dann aktuell, musste ich zwar ein bisschen reinfrickeln, aber es passt ja trotzdem, so Ersatzringe für meine Harris-Schäfte mit dabei, aber du weißt selber, hier kann ja alles Mögliche drin sein, sei es ein bisschen Monetos oder einfach auch deine EC-Karte, Personalausweis, was auch immer, könntest du also hier in deinem Compartment mittragen. Und das Case wäre für mich jetzt so von der Größe auch so, dass ich sage, hier könnte entweder sogar so ein kleines Handtüchlein mit rein oder vielleicht sogar dein Handy. In dem Moment, wo du das Ganze umklappst, ist das hier auch recht safe. Da kann nichts passieren. Ja, mit dem Reißverschluss einmal alles zumachen. Und dann finde ich, hast du so das Wichtigste, vielleicht auch an persönlichen Dingen, die du immer auf deinem Dartstisch oder so haben willst, bei dir. Ich finde, es ist ein schönes, praktisches Case. Hat eine ordentliche Einteilung, hat ordentlich viel Platz. Ich mag es auch tatsächlich, ein bisschen mehr Platz zu haben. Es gibt es ja auch als kleinere Variante, wo du dann ein Dartset komplett montiert mit ein bisschen Zubehör mitnehmen kannst. Ja, so, das von mir erstmal zum Orbis XL. Komme ich mal zu den nächsten Taschen, und zwar die Bulls Sec heißen sie. Werfen wir einfach mal einen Blick hier aufs Detail. Was ich auf jeden Fall schön finde, ist die Form und grundlegend diese Idee eines kompakten Cases. Da geht auch ein bisschen was rein. Gucken wir gleich mal. Was mir aber auffällt, ich meine, die gibt es in mehreren Farben. Du siehst es schon, hier einmal in Gelb, hier einmal mit so einer grünen Lasche. Und was die Optik, finde ich, ein bisschen stört oder die Wertigkeit, ist, diese Tasche hier hat irgendwie so Falten oder Blasen. Ne? Das siehst du hier ganz klar in der Kamera. Und das ist bei dem gelben Case hier nicht der Fall. Also wenn ich das jetzt mal so rausnehme und da auch nochmal im Detail schaue, nö. Die hat es nicht. Also so, finde ich, sollte dann die Tasche auch aussehen. Ja, wie gesagt, diese Blasen, die Falten, die stören, also mich zumindest, leider. Es ist ein PU-Material mit so einer Gewebestruktur, ist an sich schön. Mit so einer umlaufenden Kontrastnaht von beiden Seiten. Irgendwie finde ich das ein nettes Gimmick, dass es hier unten so eine Art, ja, Festhaltemulde hat. Dann ist das ja ein Magnetsystem. Zack, einfach aufklappen und schon offenbart sich, was hier drin steckt. Hier unten dann also so eine kleine Tasche. Da kann ihr Flights oder was auch immer, Kleinkram halt reinstecken. Dann hier auch wieder so eine kleine Gummihalterung für 2 Paar Schäfte oder 2 Sätze Schäfte, besser gesagt. Und dann gibt es hier die Aufbewahrung für die komplett montierten Darts. Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, wie diese Dinger hier heißen, aber ist ja auch wurscht. Die ganzen L-Style-Nutzer werden sie auf jeden Fall kennen und ich finde, das ist hier durchaus auch gut gemacht und eben bei diesem Case auch dabei, dass vor allen Dingen für die L-Style-Spieler ihr hier komplett montierte Schäfte und Flights haben könnt und die dann einfach hier zack passend in das Case kommen. 90-Grad-Winkel bleibt halt immer erhalten, da knickt und biegt sich nichts. Einmal zuklipsen und was ich auch schön finde, wackelt nicht großartig. Also die sitzen recht fest und ich habe hier sogar, sage ich mal, kürzere Darts mit nicht ganz so langer Spitze drin. Siehst du schon, da unten wäre noch Platz. Also auch für etwas längere Darts, wenn der Barrel länger ist und die Spitzenlänge da passt.
Ich finde es auch eine nette Idee, dass es zum Thema passt. Also grünes Case, grüne Hülle. Und bei dem gelben Case ist dann natürlich entsprechend so eine gelbe Hülle dabei. Richtig leuchtende Farbe, finde ich cool. Also mir gefällt das gelbe Case von der Farbe irgendwie sowieso besser, leuchtender. Jetzt mal unabhängig von den Nichtblasen da drauf, wäre jetzt gelb tatsächlich gerade mein Favorite. Hab wahrscheinlich Bock auf Frühling. Aber weiter zu dem Case. So, also hier unten haben wir eine kleine Tasche. Hier kommen die Schäfte rein. Hier sind die Darts super sicher verstaut. Ist schon mal wunderbar. Und hier oben haben wir dann jetzt so einen zusätzlichen Magnetverschluss. Kannst du aufklappen. Und dann hast du hier nochmal 6 Fächer für weitere Flights. Was mir hier nicht ganz so gut gefällt, ist, das ist auch aus diesem PU-Material. Und es ist nicht ganz so dehnbar, dehnfähig, wie, sage ich mal, hier solche Gummilaschen oder wie wir es bei dem Bulls Orbis Case gesehen haben. Das heißt, es ist zwar relativ easy, hier, sage ich mal, die Schäfte noch so rein zu frickeln, aber du siehst diese Kante da, die knickt irgendwie immer mit ein. Ja, das ist, finde ich, ein bisschen fummelig. Der Vorteil ist, es hält halt fest, aber du siehst schon, jetzt habe ich hier auch schon wieder so eine komische Lasche und ich habe das Gefühl, das nudelt im Laufe der Zeit aus. Und ansonsten dieses Aufklappding hier hat nicht wirklich eine Funktion, finde ich. Also wozu ist das gut? Ich habe hier so eine Art Fensterchen, dass ich vielleicht einen Satz an Flights, sage ich mal, ja hier präsentieren kann. Da das aber so mein Case ist, ergibt sich für mich jetzt nicht ganz so dieser Sinn, außer dass das nochmal für eine zusätzliche vielleicht Versteifung, Schutz sorgen soll für eben die dahinterliegenden Darts. Auf der anderen Seite sage ich, diese Plastikhülle kriege ich jetzt noch nicht so ganz auf die Rille. Wenn hier drunter nochmal so eine Tasche wäre, dann könnte ich es fast verstehen, dass man hier so einen Einschub zum Beispiel für einen Personalausweis, EC-Karte oder so hätte. Dann ergibt es für mich fast Sinn, dass ich das nochmal umklappe, damit hier eben nichts rausfallen kann und das Ganze dann so zumachen. Das würde für mich deutlich sinnvoller sein. Aber okay, hier ist dann auch so ein Eisenteil, also ein Magnetverschluss drin. Auch die Klappe ist magnetisch. Nur, jetzt kommt schon wieder so ein kleiner Punkt. Wenn ich das Case mal umdrehe, dann ist das zwar auch hier sehr schön, dass es hier nochmal zusätzliche Einstecktasche gibt und nochmal eine Reißverschlusstasche. Das wird vor allen Dingen für all diejenigen interessant sein, die zum Beispiel auch Softtips spielen. Dann kannst du deine Softtips halt hier hinten in die Tasche verstauen und deine Darts entsprechend hier mit den Schäften und Flights. Alles gut. Aber ich habe hier auch nochmal dieses Swisspoint-Tool von dem Swisspoint-System von Target. Und könnte ja sein, dass man sagt, naja, es hat eh die Flight-Form. Ja, das versuche ich dann hier mal mit rein zu quetschen. Und dann siehst du schon, dass das Material ist halt nicht ganz so dehnbar wie sowas aus Gummi. Wenn du es einmal drin hast, dann ist es zwar recht schön, das hält definitiv fest. Siehst du auch, aber ab jetzt macht auch dieser Magnetverschluss hier gar keinen Sinn mehr. Also kann ja nichts halten. Das Gegenstück hier zum Magneten ist halt jetzt überdeckt von diesem Tool. Es ist auch ein bisschen dicker natürlich als die normalen Flights. Ich kriege zwar das Case nach wie vor zu, aber jetzt siehst du schon an der Seite, okay, da ist jetzt so eine unschöne, finde ich, kleine Beule. Auch nichts Dramatisches, aber irgendwie ist das jetzt hier für dieses Case, sage ich mal, dann nicht so das geeignete Einsteckfach für andere Sachen. Und ja, das geht auch wirklich knirsch raus. Wenn du es denn mal wirklich brauchst, deswegen organisierst du dir das anders und steckst es halt einfach hier hinten in die Tasche rein. So, sonst liegt hier nochmal ein Karabinerhaken dabei. Das schließt sich mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht ganz, denn hier ist ja eh schon so eine Lasche mit einem Karabinerhaken. Olé! Und dann haben wir nochmal einen Karabinerhaken für den Karabinerhaken. Wofür auch immer. Ich finde, zum Einfachen so in der Hand halten wäre eher so eine Art Trageschlaufe oder so fast sinnvoller gewesen. Ich weiß nicht, ob man sich das an Gürtel machen möchte. Wahrscheinlich eher irgendwo an eine andere Tragetasche oder ein Trageriemen. Dann macht so ein Karabiner von mir aus auch Sinn. Oder ja, Schlüsselbund, wobei den trägst du dann auch nicht mehr so mit dir. Vielleicht so ein Lanyard oder so Teil. Das wäre eigentlich sogar schön gewesen, finde ich, das zu diesen Cases hier quasi noch mit beizulegen. Aber okay, so kommen die Dinger nun mal im Lieferumfang. So, dann einfach mal als Kontrastprogramm die leere Hülle an sich, ja, schön. Auch das Silber, von mir aus ein bisschen gedeckter hätte es halt sein dürfen, aber es sieht spacig aus. Ich mag hier das Gelb auf jeden Fall, das ist schön knallig
Und es erfüllt ja seinen Zweck. Die Darts sind hier sicher verstaut. Komplettes Set, zwei Paar Schäfte. Kriegst auf jeden Fall genügend Flights unter. Die Klappe ist für mich reines Gimmick. Macht jetzt für mich keinen wirklichen Sinn. Aber dass du hier hinten halt nochmal so ein kleines Reißverschlussfach hast, ist ja auch super für Kleingeld, Portemonnaie, was auch immer. Dann wäre das schön. Aber tatsächlich so als Wunsch, es wäre eigentlich richtig genial gewesen, jetzt hier noch wirklich die Naht offen zu lassen und da ein Einsteckfach zu machen. Dann hätte unter Umständen mit ein bisschen Flexibilität vielleicht sogar noch das ein oder andere Handy reingepasst. Mindestens aber mal, sage ich mal, EC-Karte, Personalausweis oder ja, Clubkarte von was auch immer du so mit dir persönlich mittragen möchtest. Das finde ich eigentlich mal ganz praktisch, wenn man, sage ich mal, eine Tasche hat, die sowohl für die Darts taugt, als auch für, sage ich mal, die wichtigsten Habseligkeiten. Aber okay, das von mir jetzt mal zu diesen Bulls Sack Cases. Ja, dann nochmal so zusammenfassend muss ich sagen, mir gefallen die Bulls Orbis Cases sowieso schon länger. Ich finde, die haben eine ja smarte, intelligente Einteilung, die auch wirklich praktisch und hilfreich ist. Es gibt es die halt in der, sage ich mal, normalen Variante, dass du ähnlich wie bei den Sack Cases ein Set Darts voll montiert mit passendem Zubehör eben parat hast. Bei dem XL Case finde ich das sehr schön, dass man hier zwei komplette Set Darts vormontiert drin haben kann. Und ich muss sagen, ich mag im Prinzip auch die zusätzlichen Fächer, dass du einfach hier nochmal deine Flights und deine Schäfte verstauen kannst und eventuell noch anderen irgendwie klein oder Krimskrams. Damit ist es natürlich eine schöne, sage ich mal, Turniertasche, dass du definitiv auf alles vorbereitet bist, alles Wichtige dabei hast, wenn dir mal irgendwie was kaputt geht. Ja, weil Schäfte, Flights, wisst ihr selber, sind Verschleißteile. Selbst wenn dir mal eine Spitze oder so abbrechen sollte, solltest du das Swisspoint-System spielen, hast du Platz für Ersatzspitzen und auch noch dein Tool. Also ich finde, mit so einem XL-Case, und das ist ja nicht so viel teurer, ist man da eigentlich ganz gut beraten. Vor allen Dingen kenne ich auch viele, die so ein Case tatsächlich einfach auch zu Hause als Aufbewahrung nutzen, falls du Kinder oder so hast, dass die Steel Darts, sage ich mal, nicht irgendwo auf dem Tisch erreichbar rumliegen. So hast du sie sicher verstaut, kannst das zumachen, weißt, das ist ordentlich verpackt, den Dingern passiert nichts und dann können sie halt irgendwo in eine Vitrine, in den Schrank. Macht ja im Prinzip auch was her. Grundlegend also eine schöne Sache. Bulls Orbis Cases mag ich, benutze ich auch selber sehr gerne. Bei den Bulls Sack bin ich noch so ein bisschen zwiegespalten. Also die gelbe Farbe gefällt mir definitiv besser als das Grün, obwohl ihr wisst, Grün ist ja so ein bisschen mein Faible, aber ja, das hat so einen schönen frühlingshaften Touch. Ist von der Form auf jeden Fall mal was anderes. Das finde ich schon wirklich cool. Werden mit Sicherheit auch andere irgendwie aufmerksam, wenn ihr mit so einem Case da ankommt. Vom Material her, finde ich, fühlt sich das ganz gut an. Ja, PU ist Plastik, ja, kann man jetzt nicht, sage ich mal, schön reden. Aber es hat eine schöne Anmutung, fühlt sich haptisch schön an. Ich mag diese gummierten Dinger hier drauf. Magnetverschluss, ja, die sind sicher verstaut. Diese Plastikdinger, wie auch immer sie heißen mögen, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Machen da einfach auch Sinn. Reißverschlusstasche ist super. Karabinerhaken sollte haltbar genug sein. Also für ein, zwei Dart-Saisons sollte eigentlich so eine Tasche hier halten. Und dann finde ich, ist der Preis soweit auch gerechtfertigt. Ich sage dann an dieser Stelle wie immer, lieben Dank fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß bei allem, was ihr macht, bleibt gesund, good darts und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Olli.